Hallo liebe Followers von 12termann.at, hier ist wieder euer Michi Gspröning mit seinem EM-Blog Mikes Gespür für Fußball. Wir haben die erste Gruppenphase jetzt hinter uns, die ersten Runden sind gespielt, jede Mannschaft haben wir mindestens einmal gesehen und was ich bis jetzt sagen kann ist, dass die EM sehr viel Spaß macht, das Niveau der Spiele gut ist. Packende Spiele sind enge Spiele, vermeintlich schwächere Gegner haben es öfters mit guter Taktik geschafft, den Favoriten zumindest einen Punkt abzutrotzen oder das Spiel lange offen zu halten. Letztendlich haben sich dann die meisten Favoriten aber durchgesetzt, bis leider auf den gestrigen Tag, wo Österreich gegen Ungarn verloren hat und auch Portugal gegen Island Punkte liegen gelassen hat. Ich bin gespannt, wie dieses wohlverdiente Unentschieden der Isländer gegen Portugal Auswirkungen haben wird noch auf die österreichischen Ambitionen fürs Achtelfinale. Ich hoffe nicht gravierende, denn Österreichern bleibt nach gestern sowieso nur mehr der Blick nach vorne. Wir alle wissen, ein Punkt gegen Portugal muss her. Aber okay, aus dieser Situation heraus entsteht vielleicht eine jetzt erst recht Stimmung. Zu gestern, ich finde, wir haben sehr, sehr gut begonnen. Der Torjubel war bei meinen und den Freunden schon auf den Lippen in der vierten Minute. Leider hat es ja nicht geklappt. Trotzdem haben wir das Spiel bis zur Halbzeit kontrolliert. Zwischendurch habe ich mir schon gedacht, okay, Konter der Ungarn könnten gefährlich werden, aber war nicht so das Gefühl da, dass wir da verlieren könnten. Aber wie es dann so ist bei so einer Großveranstaltung, das erste Tor entscheidet meistens. Das haben leider die Ungarn gemacht und der endgültige Knackpunkt war dann für mich, das ist jetzt keine große Überraschung, das abgepfiffene Tor von Hinteregger und das Gelb-Rot für Dragovic. Meines Erachtens vollkommen überzogen. Okay, es war ein Foul, okay, man kann Gelb geben, aber ich meine damit, dass mit Fingerspitzengefühl hätte man hier kein Gelb-Rot geben dürfen. Ja, das 2:0 der Ungarn dann kurz vor Schluss fällt für mich persönlich unter die Rubrik eh schon wurscht. Hoffe nicht, dass es jetzt entscheidend ist in der Abrechnung, ob Österreich aufsteigt oder nicht. Viel entscheidender ist natürlich auf alle Fälle das Spiel am Samstag gegen Portugal, dass wir das positiv gestalten. Es ist noch alles möglich, die Portugiesen haben auch Federn gelassen. Werden natürlich auch darauf bedacht sein, dass das ihnen nicht nochmal passiert. Aber wie gesagt, ich glaube auch die ganze Nation steht hinter unserer Mannschaft und wir werden wieder mitfiebern und in diesem Sinne auch für dieses Spiel toi toi toi. Wir alle wünschen uns dann ein Entscheidungsspiel gegen Island und das dann hoffentlich auch erfolgreich. Ich denke, Frankreich gehört auf alle Fälle zu den Favoriten dazu. Historisch gesehen haben sie auch genug Motivation. Jedes Mal, wenn es um die Wurst ging im eigenen Land, haben sie den Titel geholt. Das wollen die Spieler, die heutige Generation natürlich auch schaffen. Sie haben auch einen guten Eindruck hinterlassen im Eröffnungsspiel. Weltmeister Deutschland will ich natürlich nennen, immer eine Turniermannschaft. Und sie haben natürlich gute Aktionen von Manuel Neuer und eine Weltklasse akrobatische Einlage von Jerome Boateng benötigt auch gegen die Ukraine. Aber in diesem Spiel finde ich, die Ukraine hat eine Top-Leistung gebracht, ist eine klasse Mannschaft. Bin auch gespannt, wie sich diese Mannschaft im weiteren Turnierverlauf noch schlägt. England ist, ich bin da sentimental immer beim englischen Fußball dabei. Kann man noch nicht abschätzen, in welche Richtung das geht. Die junge Truppe hat mir sehr gut gefallen. Hat den Ausgleich gegen Russland noch bekommen in der Nachspielzeit, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass sie weit kommen auch. Italien hat sich sehr, sehr clever verhalten gegen Belgien und ein Zuckerpass von Bonucci noch zum 1:0. Die Belgier wiederum werden sicher wieder aufstehen. Sie haben ein bisschen ideenlos vielleicht agiert gegen clevere Italiener. Aber auf der anderen Seite haben sie eine Top-Mannschaft und die werden sicher wiederkommen. Wer sind eure Top-Favoriten? Oder gibt es den Top-Favoriten für euch schlechthin? Bitte hinterlasst Kommentare, würde mich freuen, welche zu lesen. Ich persönlich muss gestehen, ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Nicht, weil ich ein Feigling bin, sondern weil meine ehrliche Meinung ist, dass es so viele Anwärter wie noch nie auf den Titel gibt. Die Taktik der kleinen Teams ist inzwischen so ausgereift, dass sie große wirklich ärgern können, vor allem wenn es an einem Tag darauf ankommt, in 90 Minuten oder 120 Minuten zu zeigen, wer da hier im Haus ist. Es wird schwierig, dass die Spiele nicht entschieden werden durch Tagesverfassung oder Schiedsrichterentscheidungen, die immer wieder im Fußball mitspielen natürlich und Spielverlauf, ganz entscheidender Faktor, wie wir Österreicher gestern auch gesehen haben eben. Wer schießt zuerst das erste Tor, gibt es eine rote Karte und so weiter. Ich denke,
dass viele Mannschaften wirklich vorne mitspielen und es wird sehr spannend bis zum Schluss wahrscheinlich. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute für die kommenden Tage. Viel Spaß beim EM gucken, beim EM schauen, wo auch immer das sein wird. Ob zu Hause, beim Public Viewing oder vielleicht sogar im Stadion. Passt nur auf, kleiner Tipp von mir, dass es nicht zu viel wird, dass ihr Probleme bekommt mit Frau, Freundin, Ehemann oder auch Hund, wen auch immer. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinklickt beim Mikes Gespür für Fußball und wir sehen uns dann wieder. Ciao.